Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute beantworte ich eure Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Auf Instagram heiße ich übrigens nessis_world, aber ich blende es euch hier auch nochmal ein. Und ich würde sagen, folgt mir da, denn ich poste immer ganz, ganz fleißig, ganz, ganz viel Content, ganz viele Bilder, ganz viele Stories und ich nehme euch immer mit in mein Leben. Und ich würde mal sagen, eure Fragestunde ist eröffnet. Wie ist es für dich, in Düsseldorf zu leben im Vergleich zu Frankfurt, bezogen auf die Stadt und den Alltag? Ich mag Düsseldorf. Düsseldorf ist wirklich eine schöne Stadt. Aber ich fühle mich natürlich in Frankfurt sehr viel wohler, da ich da überall meine Freunde habe. Und hier in Düsseldorf, ehrlich gesagt, außer meinen Arbeitskollegen, nicht so wirklich Freunde gefunden habe. Ja, das hört sich wirklich sehr traurig an, aber es ist halt wirklich die Wahrheit. Denn meine wirklich wahren Freunde, wisst ihr, wie ich meine? Denn ich habe 3 richtig gute Freunde und der Rest so lala. Und die kommen alle eigentlich aus Frankfurt. Eine wohnt jetzt in Belgien, in Brüssel. Und die habe ich auch ewig nicht gesehen. Sie bekommt gerade auch ihr 2. Kind. Und ich gehe demnächst einkaufen für ihr Baby. Das 1. Kind, was sie bekommen hat, war ein Junge. Und jetzt bekommt sie ein Mädchen, deshalb gehe ich demnächst einkaufen. Ah, ich freue mich mega. Ich kann es gar nicht abwarten, bis die kleine Maus endlich auf der Welt ist. Wie viel Geld gibst du monatlich circa für Schminke aus? Diese Frage hat mich ganz, ganz lange beschäftigt. Und ich habe wirklich sehr, sehr, sehr lange darüber nachgedacht. Wir bewegen uns circa zwischen 20 und 30 Euro, wenn man das so hochrechnet. Was würdest du mit 100.000 Euro als erstes kaufen? Ich würde mir ein neues Objektiv kaufen für meine Kamera, denn das Objektiv, was ich jetzt habe, ist mega, aber diese Tiefenschärfe ist noch nicht so perfekt. Und dann würde ich mir noch eine kleine Reise gönnen und den Rest würde ich wahrscheinlich irgendwie anlegen, damit es sich vermehrt und noch mehr wird, dass ich noch mehr reisen kann und so weiter und so fort. Ja, das würde ich mit 100.000 Euro machen. Größtenteil anlegen. Welche Serie hast du als Kind am liebsten geschaut? Sailor Moon! Und demnächst plane ich auch ein Video. Falls es schon online ist, findet ihr es hier. Aber wenn ihr das natürlich gerade das Video beim ersten Tag guckt, weil ihr die Glocke aktiviert habt und eine Benachrichtigung bekommt, dass ich ein neues Video hochgeladen habe, dann ist das Video da oben natürlich noch nicht eingeblendet. Und ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Welche Sprache findest du am schönsten? Spanisch. Deshalb kann ich sie auch. Deshalb habe ich Spanisch gelernt. Denn ich finde diese Sprache einfach so schön. Was sind 3 Dinge, die dich richtig nerven? Ich hasse es, beziehungsweise mich nervt es, wenn jemand unprofessionell ist, auf der Arbeit beispielsweise. Oder ich hasse es, wenn jemand unorganisiert ist, was ungefähr das gleiche ist wie unprofessionell, denn es schleppt sich mit. Wenn man unorganisiert ist, ist man teilweise auch unprofessionell, in meiner Meinung nach. Denn man vergisst Sachen, man vergisst Termine, man verschiebt Termine einfach irgendwie 5 Minuten vorher zum Beispiel. Kommt alles vor, Freunde. Ich hasse sowas. Und die 3. Sache, die mich nervt, ist... Fällt mir gerade spontan nicht ein. Ah, mich nervt bestimmt noch ganz, ganz viel. Also mich triggert es. Ich bin sehr leicht getriggert, Freunde. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut gelaunt bist du heute? Irgendwie gar nicht mal so gut. Keine Ahnung weshalb. Man hat solche Tage. Ich würde deshalb mal sagen 6 bis 7. Welcher ist dein Lieblings-Disney-Film? Dornröschen. In welches Land möchtest du als nächstes reisen? Ich weiß nicht, in welches Land ich gerne reisen möchte, aber ich weiß, in welches Land ich reisen werde als nächstes, und zwar England. Ich begleite nämlich die Jungs nach Blackpool. Ja, Freunde, vielleicht lerne ich sogar ein bisschen Magic, denn ich bin ja dann auf der Magic-Messe. Magic Con? Diese Magic Messe in Blackpool, wie heißt sie nochmal? Blackpool Magic Convention. Ah, Magic Convention. Blackpool Magic Convention. Da reise ich demnächst hin. Bin auf jeden Fall mega gespannt. Was ist dein Lieblingsbrettspiel? Wenn ich kein Lieblingsessen, Lieblingsgetränk, Lieblings noch irgendwas habe, ein Lieblingsbrettspiel habe ich und das ist Monopoly. Ich liebe dieses Spiel. Bestes Spiel ever. Was ist deine Lieblingsfarbe? Eine Lieblingsfarbe habe ich auch und sie ist pink. Schwer zu verkennen, oder? Pink und rosa. Und jetzt kommen die ganzen Romy-Fragen, denn du hast so viele Fragen gestellt. Aber ich muss echt sagen, die Rebecca7 macht dir langsam Konkurrenz. Aber sie hat leider nicht ganz so viele Fragen gestellt, die ich mit ins Video nehmen konnte. Deshalb, liebe Romy, bist du natürlich noch Vorreiter. Und zwar, 1. Frage. Welchen Emoji benutzt du am häufigsten? Ich habe gerade mal auf WhatsApp geguckt und diesen Lach-Emoji, den Emoji mit den Herzen und den Emoji, der... Den er macht. So macht er doch, oder?
Die Emojis nutze ich am häufigsten. Kannst du reiten bzw. würdest du es gerne lernen? Ich bin mit Tieren aufgewachsen, unter anderem auch mit Pferden. Wenn ich das Bild finde, blende ich es euch hier mal ein. Da bin ich ein Jahr alt und ich saß schon auf einem Pferd. Und ja, ich kann reiten. Ich reite in letzter Zeit leider nicht mehr so häufig, denn damals wurde mein Pflegepferd verkauft und das hat mich so erschüttert, dass ich damals aufgehört habe und nur noch ganz wenig geritten bin, denn meine Mutter hat auch ein eigenes Pferd, aber im Moment kann man es, also man kann es jetzt mittlerweile nicht mehr reiten, denn er ist ein bisschen zu alt geworden und braucht ganz viel Ruhe und er hat auch eine Krankheit, weshalb man ihn nicht mehr reiten darf. Deshalb reite ich auch gerade nicht, aber in der Nähe gibt es hier einen Reitstall und ich überlege die ganze Zeit, ob ich mich da anmelden soll. Aber ich möchte natürlich jetzt nicht auf irgendein Schulpferd mit 5-Jährigen oder 6-Jährigen die ganze Zeit in so erste Stunde sozusagen. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, ob ich das mache, aber ich hätte irgendwie schon Lust drauf mal wieder. Welche Sprache würdest du gerne noch erlernen? Ich würde gerne eine Sprache lernen, wo ich die Buchstaben nicht mal lesen kann. Ich stelle mir das sehr, sehr lustig vor. Ich habe es mal mit Japanisch ausprobiert. Japanisch ist so schwer. Oder mit Russisch in Russland, als ich mit Matthias dort war, fand ich das wirklich sehr faszinierend. Und ja, vielleicht lerne ich demnächst Russisch oder Japanisch. Infokarte dort oben, da findet ihr alle Russland-Blogs. Kannst du häkeln, stricken und magst du Handarbeiten? Nope, nope, nope. Ich mag kein Häkeln, ich mag kein Stricken. Und ich mag auch keine Handarbeit. In der Schule wurde ich dazu gezwungen, zu häkeln. Ich glaube, oder zu stricken, eins von beiden. Und ich habe wirklich meine Oma dazu genötigt, dass sie mir dabei hilft. Denn ich habe es gehasst und ich musste einen blöden Schal fertig stricken. Wisst ihr, wie lange ich dafür gebraucht habe? Beziehungsweise mit meiner Oma gemeinsam? Das war schwierig, denn meine Oma mag es auch nicht. Das ist bei uns angeboren. Wir mögen das nicht. Was ist dein Lieblingsmonat im Jahr? Ich denke Januar oder Januar, Juni, weil ich habe da Geburtstag und es wird langsam warm und es ist noch nicht zu warm wie im Juli oder August. Aber ich mag auch Juli und August sehr. Deshalb zwischen Juni und August mag ich alle Monate. Ganz, ganz toll. Bist du schon mal vom Zehner gesprungen? Willst du es mal machen? Ja, bin ich und ich würde es auch jedes Mal wieder gerne machen. Was bevorzugst du im Kino? Popcorn, Nachos oder anderes? Ich bevorzuge Popcorn und zwar süß. Hattest du schon mal eine andere Haarfarbe? Nein, hatte ich noch nie. Aber meine Haare verändern in der Sonne im Sommer die Haarfarbe. Denn sie bleichen ein bisschen aus und dann sind sie hier zum Beispiel ein bisschen heller. Und dann hier im Winter habe ich sie jetzt ein bisschen sehr dunkel, weil kaum Sonne und so. Ja. Würdest du lieber in Paris oder Amsterdam leben? Ich denke Amsterdam. Obwohl ich in beiden Städten eigentlich nicht leben würde, aber ich denke eher in Amsterdam, denn ich denke, die Menschen sind ein bisschen freundlicher, sie sprechen auch Englisch und dort gibt es ganz, ganz viel Wasser. Ja, ich denke eher in Amsterdam. Warst du schon mal Urlaub machen auf dem Land? Wenn ja, wo und wie fandest du es? Ja, war ich. Ich war sogar jedes Jahr mit meiner Oma und meinem Opa auf dem Land Urlaub machen und es war wirklich eine Erfahrung für sich. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und es war sogar so krass, dass wir sogar nur eine Hütte hatten, wo nicht mal eine Toilette war. Und es gab gar kein Bad, denn es gab draußen einen Brunnen. Und ja, da gab es halt kaltes Wasser. Und dann gab es 20 Meter entfernt vom Haus ein Plumpsklo mit so einem Herzchen an der Tür. Das war wirklich mega cool. Also ich sag jetzt nicht, dass sowas auf dem Land normal ist, aber wir waren auf so einem Urlaub immer und es hat so viel Spaß gemacht. Ich fand das so cool als Kind und ich kann mir vorstellen, dass ich es jetzt heutzutage auch noch richtig, richtig cool finde und es wirklich feiern würde. Deshalb würde ich sehr, sehr gerne nochmal sowas machen. Beantwortet ihr aus der Frage, Urlaub auf dem Land? Ja, habe ich schon mal gemacht. Wir haben immer ganz viel Wanderurlaub auch gemacht. Also mit meiner Oma und mit dem Opa. Bist du Vegetarierin? Nein, bin ich nicht, aber ich ernähre mich zu ca. 90% vegetarisch und ich spiele ganz oft schon mit dem Gedanken, ob ich mich komplett vegetarisch ernähren sollte. Aber es scheitert meistens daran, dass ich dann doch wieder Fleisch esse oder keine Ersatzprodukte. Denn ich mag diese Konsistenz nicht von den vielen Ersatzprodukten, die es gibt. Die ist sehr fleischig oder schmeckt auch ein bisschen fleischig. Ja, deshalb, ich muss mich da unbedingt mal einlesen, denn ich finde es ehrlich gesagt nicht schwer, sich vegetarisch zu ernähren.
und würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe es sogar mal ausprobiert, für ein halbes Jahr. Aber es ist daran gescheitert, dass meine Mutter die ganze Zeit gemeint hat, dass ich Fleisch brauche. Und dann habe ich dann irgendwann Fleisch gegessen. Aber ich habe ein halbes Jahr schon mal vegetarisch gelebt. Und ich fand es wirklich nicht schwer. Hast du Chico schon mal irgendwo reingeschmuggelt, wo Hunde verboten sind? Chico? Habe ich dich schon mal irgendwohin reingeschmuggelt? Oh. Ja, Freunde, wie soll ich sagen? Der Hund ist kleiner als ein Neugeborenes. Kleiner als eine Katze. Er wiegt 2,5 und 3 Kilo. Mittlerweile wiegt er 2,7, was ich mega cool finde. Er könnte meiner Meinung nach auch noch ein bisschen mehr drauf haben. Aber da sind wir dabei, dran zu arbeiten. Und ja, habe ich. Gerade als er noch ein Baby war und sogar noch ein bisschen kleiner. Oder als er noch ziemlich jung war. Und deshalb, oh, das sieht ja lecker aus. Und deshalb ist Nessie keine Vegetarierin. Ja, deshalb auch. Das schmeckt auch sehr gut. Besonders als er klein und sogar noch ein bisschen kleiner war als das. Oder als er ein Baby war, beziehungsweise noch nicht mehr im Wachstum, aber gerade ausgewachsen war. Da war er immer sehr, sehr müde und wollte ganz viel schlafen. Und jedes Mal, wenn ich ihn mitgenommen habe, da ist er in meiner Tasche eingeschlafen. Dann habe ich ihn nämlich immer in meine Tasche gesetzt. Und, Herr Chico, verrate ich gerade unser Geheimnis? Da habe ich ihn immer in unsere Tasche gesetzt und da hat er drin geschlafen. Ne? Oh, das gefällt dir nicht, dass ich unser Geheimnis verrate, ne? Oh. Freunde, das ist meine Tasche. Das ist der Hund. Ihr merkt, passt perfekt rein. Aber Freunde, nicht nachmachen, wenn euer Hund nicht lieb ist und beispielsweise im Kino bellt, wenn ein anderer Hund im Film bellt. Oder ja, im Schwimmbad auf einmal durch die Gegend rennt oder im Supermarkt irgendwas frisst oder so. Also, ihr solltet da schon gut aufpassen und euren Hund kennen. Aber Chico hat schon so einiges mitgemacht. Oh. Bis auf den Weihnachtsmarkt, da habe ich ihn noch nicht mitgenommen. Denn da, finde ich, sollte man Hunde nicht mitnehmen. Oder halt generell in Menschenmassen, da nehme ich ihn auch nicht mit. Als was arbeitest du eigentlich außer YouTube? Neben YouTube arbeite ich noch in einem Startup-Unternehmen und dort bin ich im Bereich Marketing und Social Media tätig. Wann verreist ihr wieder und wohin, lieber Kai? Wir verreisen in ein paar Tagen. Am 16. Januar geht's los und wir bleiben bis zum 21. Und wir sind hier in Deutschland, denn wir wollen uns nur relaxen, entspannen, ein bisschen Wellness machen und sowas. Und dafür müssen wir nicht unbedingt wohin fliegen. Man kann das genauso gut in Deutschland machen, einfach nur um die Ecke fahren mit dem Auto, irgendwie so eine Stunde oder zwei Stunden entfernt und einfach entspannen. Das reicht. Man braucht dann nicht unbedingt ins Flugzeug und dann irgendein, keine Ahnung, wohin fliegen. Um den halben Globus nur um Strandurlaub zu machen. Also, oder generell. Nur im Hotel zu sitzen. Sehen wir den Sinn nicht, deshalb bleiben wir hier in Deutschland. Hattest du vor Chico schon ein Haustier? Ja, habe ich gehabt. Ich bin mit Tieren groß geworden. Ich habe Pferde gehabt, Hamster, Kaninchen, Hunde, ganz viele Hunde, sogar eine Katze, zwei Katzen sogar. Und meistens aber nur Hunde. Und Pferde. Wenn auch du eine Frage an mich hast, dann abonniere einfach meinen Instagram-Kanal. Ist alles kostenlos, genauso wie mein YouTube-Kanal. Und auf Instagram stelle ich euch immer kurzfristig Fragen in meiner Story. Und da kannst du dann immer alles reintippen, was für eine Frage du hast. Und dann erscheinst du im nächsten Hey Nessie. Und wenn ihr jetzt noch ein wenig Zeit habt, dann verlinke ich euch einfach hier zwei Videos von mir, die auch mega cool sind und mal von euch abgecheckt werden sollten. Ciao!